Guten Tag, Chinski und Servus, Vilosovic. Das sind meine zwei beiden Freunde und ich möchte euch hiermit herzlich willkommen in der Nachweihnachtszeit, nenne ich sie gerne, mal begrüßen zu unserem Let's Play. Ja, die Feiertage sind jetzt rum und ich hoffe, ihr habt alles schön rumbekommen. Ihr seid mit vollem Bäuchen, leeren Brieftaschen, schön gemütlich wieder vor dem Computer und könnt euch das Let's Play reinziehen. Wir legen auch gleich los. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Jetzt sind wir nämlich hier in England, soweit ich das noch weiß. Na, komm schon. Ach so. Ja, schauen wir mal auf die Karte. Ja, genau, wir sind in Felixstowe. Das ist in der Nähe von Cambridge und London. Und jetzt gucken wir natürlich mal auf den Frachtmarkt, was wir denn alles so haben. Ich würde... Achso, wir müssen ja erst einmal hier... Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Das fällt natürlich jetzt auch wieder ins Gewicht. Wir nehmen mal gleich was Einfaches, oder? Wir fahren Reis von Felixstowe nach Lille. Das können wir machen. Das ist nicht so weit, denn soweit ich das... Es ist zwar schon ein bisschen her jetzt seit der letzten Aufnahme, aber soweit ich das noch in Erinnerung habe, haben wir uns ja einen neuen Kredit von der Bank genehmigt. Und da würde ich ganz gerne... das war knapp. Da haben wir ja noch ein bisschen was vorgehabt damit. Und zwar... Na, was? Da schauen wir gleich mal. Ja, wie gesagt, ist schon eine Weile her, dass ich jetzt das letzte Mal aufgenommen habe. Und das hat auch einen Grund. Und zwar kam nämlich die Minecraft-Session mit rein. Und zwar habe ich ja das neue Let's Play, das neue Minecraft-Let's Play gestartet. Och nein. Mist. Und man merkt es natürlich sofort, dass ich schon ewig nicht mehr dran war. Nee, also es gibt jetzt ein neues Minecraft-Let's Play. Und wie ich ja schon mal gesagt habe, ich... Ja, wir nehmen das. Wie ich ja schon mal gesagt habe, ich nehme immer nur dann auf, wenn ich Lust dazu habe. Weil sonst wäre das eine ziemlich... Ja, keine Ahnung, das ist nicht Sinn der Sache aufzunehmen, wenn ich keinen Bock mehr darauf habe. Und das versteht ihr hoffentlich auch. Und deshalb gibt es dann ab und zu mal wirklich längere Zeit... Ach, jetzt habe ich... Nee. Ja, habe ich angekoppelt. Ja, und dann gibt es eben mal längere Zeitperioden, wo dann eben wir zum Beispiel, wie jetzt in diesem Fall, kein Let's Play kommt. Also ich versuche ja sowieso immer irgendein Let's Play rauszuhauen, irgendeine Folge. Sei es jetzt Minecraft, Tropico, Euro Truck Simulator oder. Oder ein Let's Test oder ein Let's Flash oder was weiß ich was alles. Das versuche ich ja immer raus, also irgendwas auf jeden Fall rauszuhauen. Und das klappt eigentlich ganz gut jetzt. Oh ja gut, es kann auch mal sein, dass mal 3-4 Tage lang nichts kommt. Da geht es halt einfach nicht. Ich bin jetzt nicht in der Position. Ich bin jetzt kein Let's Player, der, keine Ahnung, der das irgendwie seinen Abonnenten schuldig ist. Beziehungsweise, ja, schuldig ist es auch blöd. Ich möchte es da auch niemanden blöd irgendwie kritisieren. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ich habe ja nicht diese Zuschauerzahlen wie die großen Let's Player hier auf YouTube und das könnte natürlich auch mit dem blöden Lex, die jetzt schon wieder auftauchen, zusammenhängen. Aber egal. Ja gut, was ich jetzt noch sagen wollte, das kann, deswegen habe ich ja nicht wirklich diese, ja, ich fühle mich jetzt nicht in der Pflicht, sage ich jetzt mal ganz blöde, wirklich jeden Tag 3 oder 4 Folgen rauszuhauen. Und ich hoffe, das seht ihr mir dann auch nach. Falls es jetzt wirklich den einen oder anderen unter euch gibt, der sich das regelmäßig auf meinem Kanal anguckt. Erstmal vielen Dank dafür. Und ja, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und ihr könnt, vielleicht habt ihr auch Spaß an den anderen Let's Plays, die ich mache. Und wenn nicht, dann gibt es ja wirklich viele YouTuber. Ich finde das sowieso ein Witz, wenn sich YouTuber bzw. Let's Player gegenseitig aufziehen und sich schlecht machen und versuchen, dadurch irgendwie den anderen, ja, abzudrängen oder sowas, beziehungsweise zu seinem, wenn jetzt
keine Ahnung, beispielsweise jemand Let's Play jetzt dasselbe, Let's Player A, Let's Play dasselbe wie Let's Player B. Und keine Ahnung, das gefällt Let's Player A nicht, weil Let's Player B damit viel mehr Zuschauer hat. Und da gibt es wirklich Leute, habe ich leider auch schon echt gesehen, ich schaue ja viele Let's Plays auf YouTube, und da gibt es wirklich Leute, die sich in die Kommentare und dann, hey, dein Video ist scheiße, weil das und das und ich mache das ja viel besser, Leute, guckt lieber bei mir rein und keine Ahnung. Ist es wirklich nicht oft der Fall, aber es gibt's, Leute, ihr könnt mir da echt vertrauen, das gibt's wirklich und das ist einfach nur Schwachsinn. Ich meine, das demotiviert doch einen total, wenn man dann auch nur den Daumen runter bekommt und gesagt bekommt, ey, dein Video ist total scheiße, keine Ahnung. Das ist wirklich, ich meine, ihr könnt, wenn ihr mein Video schlecht findet, zum Beispiel, beispielsweise jemand findet jetzt meine Videos schlecht, dann darf er das selbstverständlich äußern. Das ist sogar erwünscht von mir. Das wünsche ich sogar, denn nur dann kann ich, ja, kann ich daran arbeiten, an dem Ganzen, und dann kann ich es besser machen. Aber wenn dann nur jemand diesen Daumen nach unten gibt und drunter schreibt, dein Video ist scheiße, ja, was willst du da als Let's Player anfangen damit? Das bringt doch nichts. Da ist doch überhaupt keine konstruktive Kritik dahinter. Und das hilft niemandem. Das hilft weder demjenigen, der das da draufschreibt, weil was hat er denn davon? Und toll, er hat seine Meinung geäußert, aber irgendwie, das bringt doch nichts. Das ist doch Blödsinn. Und deshalb finde ich das ganze Rumgehate auf YouTube völliger Schwachsinn. Und ja, keine Ahnung, das demoralisiert die Leute einfach nur. Und dann hören die auf damit, keine Ahnung, die Let's Plays zu machen, weil sie denken, da kommt sowieso wieder so ein dahingelaufener und dann gibt es einen Daumen runter und dann gibt es eh nur scheiß Video, keine Ahnung was. Also, ja, das muss ja einfach nicht sein und das ist echt schade. Ja, und dann macht das auch keinen Spaß mehr. Diese Let's Play-Geschichte, das ist dann echt. Naja, gut, genug aufgeregt. Mann, nein, ich kann mich nicht genug aufregen, weil ich mich gerade über diese scheiß Lags aufrege. Das gibt's doch nicht. Verdammt. Okay, jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir denn da? Nächste Pause in 7 Stunden. Das schaffen wir dann locker. Beziehungsweise wir müssen ja sowieso mit der Fähre oder mit dem Zug zurückfahren nach Frankreich. Und das wird ja sowieso als Pause angesehen. Also das ist überhaupt kein Problem. So, ach, wir müssen geradeaus. Na, jetzt aber schnell. So, gerade noch geschafft. Ja, eine schöne, ruhige Nachtfahrt haben wir es hier. Das macht mich jetzt ganz müde. Ja, das macht mich schon wieder ganz müde hier. Ist ja Wahnsinn. Natürlich draußen jetzt bei uns auch gerade dunkel, aber ja. So, was gibt's denn so sagen? Ja, habt ihr, wie gesagt, am Anfang des Videos, ich hoffe, ihr habt die Feiertage rumbekommen. Es gibt ja diese Weihnachtsfans und diese Weihnachtshasser, wobei ich mich eigentlich zu nichts von beidem ich kann mich eigentlich zu nichts von beiden dazu zählen, muss ich sagen. Und ich finde auch so eine richtige Weihnachtshassgeschichte. Ich weiß nicht. Natürlich ist es auch bei mir anstrengend, gerade wenn man dann noch zu anderen Leuten muss, also nicht in einer eigenen Familie. Das ist da alles ganz schön. Es gibt natürlich auch Geschenke und das Essen ist auch super. Aber wenn man da immer hin und her pendeln muss und keine Ahnung, das ist dann mit der Zeit auch anstrengend. Und man hat immer die Geschenke rumliegen und muss gucken, dass man die irgendwie ausgeliefert bekommt und keine Ahnung. Und das ist halt wirklich, also Weihnachten dürfte nicht länger als 3 Tage bei mir gehen, weil ich glaube, sonst würde ich echt am Rad drehen. So diese 3 Tage sind gerade Maximum, wobei der 2. Weihnachtsfeiertag bei mir eher etwas ruhiger abläuft. Es ist eher der Heiligabend und der 1. Weihnachtsfeiertag dann, bei dem es bei mir richtig stressig werden kann. Aber dieses Jahr ist eigentlich alles relativ gut vorübergegangen. Und ich war sehr überrascht von den Geschenken, die ich bekommen habe. Das war alles Wunderbärchen und ich hoffe natürlich, dass ihr auch
ja, reich beschenkt? Ich weiß gar nicht. Das ist auch so ein Ding, worüber ich mich wirklich als aufrege. Da gab es, glaube ich, letztes Jahr, ich weiß nicht, oder vorletztes Jahr beim Mediamarkt so eine aggressive Werbekampagne. Bla, keine Ahnung. Ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie nur noch das richtige Schenken unterm Baum und bla. Und dann die Kamera für 200 Euro und was weiß ich. Das ist zwar, wer das Geld hat, ist das natürlich wunderbar, wenn da dann mal eine teure Kamera unterm Baum liegt oder sonst was. Aber das ist für die Leute, die nicht so viel Geld haben und die dann überall in der Werbung damit konfrontiert werden, ihr müsst euren Kindern eine teure Kamera schenken oder einen neuen Laptop oder gleich am besten ein neues Auto. Das ist ein bisschen übertrieben, aber das wird es mit Sicherheit auch geben. Und wenn das, das ist so ein, ja, das ist dann wie so ein Idealbild, sag ich jetzt mal. So, und irgendwann brennt sich das dann in den Köpfen der Leute fest. Dann haben die im Kopf, ich kann meinem Kind doch nicht nur eine, ja, keine Ahnung, ich kann meinem Kind doch nicht nur eine CD von XY schenken. Nein, ich muss ihm gleich dazu noch die passende Stereoanlage dem Kind schenken. Oder es kann nicht einfach nur eine Barbie sein. Nein, es muss das Traumschloss für 349,95 Euro aus, keine Ahnung wo, sein. Das brennt sich dann in den Kopf, in den Köpfen der Leute fest. Und wenn sie sich das wirklich nicht leisten können, weil sie, keine Ahnung, aus irgendwelchen Gründen eben, und Leute, die dann wirklich dieses Denken haben, die fühlen sich dann schlecht, weil sie ihren Kindern das nicht kaufen können. Und natürlich, das ist mit den Kindern natürlich auch, keine Ahnung, das ist einfach, ja, ich weiß nicht, das ist wie mit den, zum Beispiel wie mit den Models, mit den, jetzt habe ich mich aber auch verplappert, ja, wie bei den Models zum Beispiel. Da wird einem im Fernsehen 90, 60, 90 und immer die neuesten Klamotten und bloß nichts altes, schrumpeliges anziehen und was, Zellulite geht ja überhaupt nicht und so weiter und so fort. Das ist dieses Schönheitsideal und da die Person, die das dann nicht hat und das damit täglich konfrontiert wird, ja, sich dann da schlecht fühlt. Das ist für mich, ich weiß nicht, ich kann das jetzt gerade nicht so, ich kann das gerade nicht so ausdrücken, ich kann das nicht so rüberbringen, das, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es ist so dieses, dieses Denken der Gesellschaft, den Menschen irgendwelche Werte vorzugaukeln, die sie teilweise nicht erreichen können, und dadurch geht es denen halt dann schlecht. Und das ist für mich unter aller Sau, und das ist aber in der heutigen Gesellschaft leider fast in jedem Bereich zu finden. Ja, also weiß nicht. Und das ist traurig. Und ja. Das wär's. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Ja, weiß nicht. Jetzt habe ich schon wieder hier eine Laberbacken-Folge rausgeballert, so wie beim letzten Mal. Da konnte ich mir eine Klappe ja auch nicht halten. Aber ja, keine Ahnung. Hört, finde ich, so ein bisschen dazu. Oder nicht? Schreibt's doch mal. Ja, es wird jetzt hier schön Tag. Wir sind immer noch in Großbritannien. Warum eigentlich? Ich dachte, wir sind ruckzuck an der Fähre. Aber scheint wohl nicht so der Fall zu sein. Ich guck mal auf die Karte. Wo befinden wir uns denn gerade? Oh, so weit sind wir noch gar nicht gekommen. Also da vorne müssen wir dann von der Autobahn runter. Alles klar, alles klar, alles klar. Und dann geht's dann rüber. Das sieht aus, als würden wir mit dem Zug fahren. Ja, genau, weil normalerweise fahren wir ja mit dem, von Calais nach Dover mit dem, ja, okay, wir müssen mit dem Zug fahren. Und dann ist es auch nicht mehr so weit. Okay, sehr schön. Weiter geht's. Und es ist auch ein schöner Sonnenaufgang dann hier bald. Na gut, jetzt noch nicht, aber bald. Ja. Läuft eigentlich alles ganz easy cheesy hier. Kann ja eigentlich den Tempomat jetzt reinhauen. Und dann fahren wir da locker, flockig und gemütlich. Und dann geht es natürlich auch mal ans Geschäftliche, weil ich habe ja natürlich noch ein bisschen was vor.
in der Aufnahme. Und ich hoffe, dass das da nicht zu lang wird, aber wir sind jetzt bei 15 Minuten. Und wer sich das bis jetzt sogar reingezogen hat, Hut ab, vielen Dank. Und dann können wir auch mal schauen, was da noch so geht später auf dem Finanzmarkt. Ich weiß nämlich gar nicht, wie weit, da müssen wir, muss ich mich nachher mal nochmal kurz reinlesen. Ich weiß nämlich gar nicht, wie weit ich das letzte Mal gekommen bin. Mit der ganzen Sache. Also wir sehen es ja, wir haben ja 428.077 Euro. Das bedeutet, wir haben auf jeden Fall den Kredit aufgenommen. So weit, so gut. Aber was wir dann tatsächlich noch geschafft haben, das weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht mehr. Ja. Alles ganz ruhig jetzt. Sind jetzt gleich an der Ausfahrt, deswegen muss ich auch hier ein bisschen langsam machen. Oh, Alter. So, jetzt geht's dann hier rüber. Und die Sonne, wo bleibt sie denn? Noch nicht so ganz, ja? Wir haben es jetzt gleich 5. Ach, ich liebe das ja, dieses kurz vor Sonnenaufgang. Das ist ja, ich finde, das ist genial. Und dann noch auf der Autobahn, das erinnert mich irgendwie immer früher an in Urlaub fahren. Das war, ach, das war schön. Jetzt werden wir sogar noch ein bisschen sentimental hier. Ist ja genial. Ja, komm mal hin da vorne. So sentimental müssen wir jetzt auch nicht werden. Dass wir hier stehen bleiben. Schon gar nicht mit unserem untermotorisierten LKW. Habe ich ja mal gesehen, da gibt es ja LKW mit bis zu 700 PS. Vielleicht sogar noch mehr. Also das, was ich mal kurz gesehen habe. Das ist ja Wahnsinn. Damit kannst du ja... ziehe ich ja jeden PKW ab ohne Ladung. So, jetzt geht's dann hier rüber. Ein bisschen Platz haben wir vergeudet da, aber ja, das geht, das passt. Gut. Jetzt schön auf der Landstraße in Richtung Überfahrt, in Richtung, ja, fahren wir über Dover? Nein, wir fahren gar nicht über Dover. Wir fahren über Southampton, glaube ich. Mal schauen. Schauen wir mal, was das Ganze so bringt. Ach ja, jetzt kommt dann die Sonne. Von da hinten. Schön. Einfach nur schön. Wir haben gar kein Radio an, aber das stört mich ehrlich gesagt jetzt gerade diese Folge nicht. Das nächste Mal dann vielleicht. Vielleicht das nächste Mal, ja. Der Udo ist auch wieder da. Ne, der Joe. Wir sind ja der Joe hier. Wo kommen wir aus Leipzig? Ne, ja. In diesem Sinne. Viele liebe Grüße an die Ostdeutschen. Und an die Westdeutschen. Und die Norddeutschen. Und die Süddeutschen. Und die, ja, keine Ahnung. Und an die Europäer und an die restliche Weltbevölkerung. Ich bin ja ein sehr weltoffener Mensch. Muss ich auch mal sagen. Weil ich hier manchmal so ein bisschen die Dialekte in den Dreck ziehe. Was heißt, ja, in den Dreck ziehe, ist übertrieben. Aber ich mache mich da, ich äff die als ein bisschen nach, ja, ne? Aber das hat weder rassistisch oder patriotische oder keine Ahnung was Hintergründe. Einfach nur Spaß. Ich spreche eigentlich auch einen Dialekt. Ich versuche es ja, so gut es geht, in den Aufnahmen ein bisschen in den Hintergrund zu stellen. Aber ich glaube, man kann das an manchen Stellen mit Sicherheit raushören. Also man hört das bestimmt schon mal raus. Und
Aber wie gesagt, ich versuche es so weit wie möglich ein bisschen ja, zu unterdrücken. Manchmal gelingt es mir, manchmal nicht. Manchmal geht's halt nicht, gell? So, jetzt haben wir es dann gleich geschafft. Sind wir dann am, ja, am Bahnhof, an der Überfahrtsstelle, Eurotunnel, keine Ahnung was. So, da habe ich mich mal bei meinem eigenen Spielstand so richtig derbe verfahren da drüben, weil ich da falsch abgebogen bin. Und das ist gar nicht mal so einfach, sich da dann zurechtzufinden. Jetzt geht's auf jeden Fall in den Channel-Tunnel. Da müssen wir dann nach vorne links. Da vorne links. Ist er jetzt schon? Nee, erst jetzt dann. Rechts natürlich. Was, links nicht. Rechts meine ich. Sorry. 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 Kommt nix. Also freie Bahn mit Marzipan. So, und jetzt müssen wir da irgendwo runter. Ne, wir sollten jetzt schon direkt... Da können wir gar nicht runter. Wir müssen den nächsten nehmen. Da gehen wir jetzt runter. So, wir fahren doch in Richtung Calais. So. Die Herrschaften. Bitte öffnen. Hä? Hallo? Hallo? Alter? Oh. Wir sind falsch. Ach, scheiße. Genau das habe ich gemeint. Aber da können wir noch locker durchfahren, da drüben. Das war letztes Mal das Problem. Auch so ähnlich. Nicht genau genau dasselbe. Aber hier dann noch ein bisschen zu manövrieren. Aber da darf man noch gar nicht runter. Ach, ist mir jetzt gerade egal. Das wird schon irgendwie gehen. Da unten kommen wir rein. Jawohl, ja. Und Vollgas. Ab nach unten hier. Auf den Verladeplatz. So. Ach, das war jetzt eigentlich blöd. Ich glaube, es reicht auch, wenn wir vorwärts drauf fahren. Deswegen versuche ich das dann mal. Ich fahre lieber vorwärts drauf. Jetzt schwenkt er aus, aber das ist okay. Das reicht nämlich, wenn ich, glaube ich, nur teilweise draufstehe hier. Da muss ich gar nicht 100% komplett, oder? Na gut, fahren wir mal ein bisschen vor. Oh, Alter! Mann! Oh, ich hasse ich kann es nicht mal aussprechen, so hasse ich das. Ich hasse das einfach. Okay. Ja, so geht's natürlich. Oh. Okay, also komm, auf geht's. Fahrdauer 35 Minuten. Aufbrechen. Ich ließ ja immer abbrechen. Aber 35 Minuten ist ja relativ fix. Sind wir ja gleich drüben. Drüben sind wir dann im Osten. Es geht ja Richtung Osten. So, auf geht's. Und ab dafür. Jetzt sind wir ja wieder hier in Europe. Beziehungsweise sind, waren wir ja vorher auch. Aber wir sind ja jetzt hier wieder auf einer gescheiten Straße, auf der rechten Seite unterwegs. Also alles kein Problem. Und wir müssten es ja jetzt dann eigentlich hoffentlich auch bald geschafft haben. Bin jetzt nur etwas verwirrt. Da oben ist keine Markierung, wo wir lang müssen, aber wahrscheinlich nach rechts. Ja, geht ja nur nach rechts. Also darf man ja nur nach rechts. So. Einmal rechts abbiegen, bitte. Ja, komm schon. Gib doch Gas hier. So. Und da vorne geht es dann auch runter. Aber jetzt ist die Aufnahme doch schon ein bisschen länger geworden. Sind wir schon bei 25 Minuten. Ich glaube nicht, dass wir dann noch das Wirtschafts... Och, was habe ich jetzt gemacht? Ein Screenshot. Naja, okay, ist ja nicht so schlimm.
Ich hoffe, dass das Ganze dann nicht... Jetzt habe ich aber mit Fraps den Screenshot gemacht. Ich hoffe, das hat jetzt die Aufnahme nicht unterbrochen. Ich hoffe es einfach, dass es nachher passt. Wenn nicht, muss ich hier wieder ein bisschen rumfummeln und... Ich hoffe einfach, es hat gepasst. So, den Wirtschaftsteil, ich gebe jetzt hier extra ein bisschen Gas. Ich hoffe, den Wirtschaftsteil, den werden wir dann... doch in der nächsten Aufnahme machen. Weil halt... So, das schauen wir noch. Ne, wegen der Zeit einfach. Sonst wird das zu lang. Weil da möchte ich mich ja, ehrlich gesagt, schon etwas länger damit beschäftigen. Und ich denke, dass wir dann auch so eine Art kleine Sonderausgabe machen. Wo wir dann wirklich uns nur um die Wirtschaft kümmern. Beziehungsweise halt um das, was wir eben vorhaben. Das kann ich ja jetzt schon mal ankündigen. Und zwar möchte ich ja natürlich mich vergrößern, also meine Flotte zum einen und zum anderen natürlich auch gerne ein größeres Lager sozusagen für unsere... Brauchen wir ja eigentlich auch, weil wir müssen ja eine Zentrale haben, wenn wir wirklich noch einen anderen LKW und andere Fahrzeuge, Mitarbeiter einstellen. Brauchen wir ja natürlich auch eine größere Halle. Und das muss natürlich alles irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Deshalb dauert das ein bisschen länger und da mache ich dann einfach die nächste Folge eine kleine. Oder ob es die nächste Folge ist, weiß ich gar nicht, weil vielleicht habe ich es bis dahin ja schon wieder vergessen. Aber da machen wir dann einfach eine kleine Sondersendung, eine kleine Sonderfolge, wo wir uns dann nur darum kümmern. Und ja... Weil das dauert uns. Wir sind jetzt bei einer halben Stunde und das ist dann einfach zu lang. Vor allen Dingen die Aufträge, die werden ja jetzt als nicht mehr kürzer. Am Anfang ging das ja locker flockig. Ja, keine Ahnung. Ein paar Minütchen, 7, 8 Minuten, dann Auftrag fertig. Jetzt sind wir schon bei knapp einer halben Stunde, das wird ja nicht mehr weniger. Oder nicht mehr extrem viel weniger. Und da müssen wir uns dann auch mal was einfallen lassen. Beziehungsweise ich mir natürlich. Ob es dann wahrscheinlich die Folgen in Parts gibt. Oder trotzdem noch, dass wir dann wirklich eine Stunde lang eine Folge haben, eine komplette Fahrt. Da muss ich mal schauen. Bei den anderen Let's Plays mache ich es ja so, da mache ich ja immer circa 10 oder 15 Minuten, mache ich ja dann einen Schnitt. Irgendwann, also ich schneide das dann, ich nehme durchweg auf und schneide das Ganze dann in Sony Vegas einfach in kleine handliche Parts. Und ja, das wird dann, die Aufnahme wird dann halt unterbrochen, aber ich finde das ein bisschen doof. Bei Euro Truck Simulator, ich hätte da schon gern die ganze Fahrt drauf, aber wenn es dann wirklich mal in Ausmaße kommt, wo wir dann wirklich mal über eine Stunde unterwegs sind, dass ich dann halt wahrscheinlich das ganze schnibbel in zwei Parts oder sowas oder vielleicht dann die Aufnahme unterbreche und dann bei der nächsten Aufnahme dann sozusagen die Fahrt weiterführe. Das muss ich mir alles noch überlegen, aber momentan haben wir das Problem noch gar nicht und von dem her brauchen wir uns ja noch nicht den Kopf zu zerbrechen. Haben es jetzt dann auch gleich geschafft. Sind jetzt dann am Zielort. Wir wollten doch eigentlich nach Lille, oder? Bin ich jetzt total? Ja, nach Lille. Okay. Ja, wir sind auch gleich in Lille. Noch 30 Minuten, das sind so 2, 3 Minuten in echt. Und dann ist das Ganze auch schon wieder rum. Na komm, überhol. Ich hasse das bei dem Spiel, wenn man dann nur leicht abbremst, verliert man so massig an Geschwindigkeit. Und die anderen Fahrzeuge drücken halt kurz aufs Gas und dann haben die halt wieder gut Power da. Das bedeutet, zu überholen oder sowas bei Autobahnauffahrten ist total
unnötig, aber es ist halt auch ätzend, dann abzubremsen und die dann vorbeizulassen. Und deshalb schere ich dann immer so ein bisschen nach links aus und fädel mich dann wieder rechts ein, ohne zu überholen, weil es geht halt einfach nicht. Ne? Ja, jetzt sind wir dann in Lille. Müssen da vorne runter. Was ist das denn? Da hört die Autobahn einfach auf. So, müssen wir ein bisschen langsamer machen. Schaffen wir die Kurve hier nicht. Und das ist halt wahnsinnig, wie lange der braucht, bis er das Gas annimmt. Wenn ich da drauf drücke, da sind das so... Da fällt er erstmal in so ein Loch. Und dann... Ja, also... Ich brauche da echt mal einen stärkeren Truck. Aber das gibt es halt nur mit dem entsprechenden Level später. Nein, das schaffen wir nicht mehr. Ah, Gott sei Dank. Weil... Ja. So, Start-Stopp-Automatik funktioniert prima. Wir sehen gar nicht, wo wir hin müssen. Beziehungsweise wann die Ampel wieder grün umschaltet. Ja. Sprachakrobat LPU Creations am Mic. So, auf geht's. Komm, gib Gas. Schön hier. Fahren wir halt zusammen rein. Oh, das könnte eng werden. Das könnte ein bisschen eng werden. Aber ich muss jetzt sowieso da vorne wieder nach rechts. Das heißt, wir bremsen den jetzt ganz frech aus. Nein, können wir gar nicht. Dann müssen wir den doch vorbeilassen. Und den PKW, der da hinten dran kommt, auch. Komm schon. Und jetzt geht's rüber. Sind jetzt hier bei der Firma angelangt. Und ja, wir überspringen, weil die ganze Aufnahme sowieso schon ewig geht. Und ja, Level 4 sind wir leider noch nicht, aber das kommt mit Sicherheit mit dem nächsten Part. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt ganz recht herzlich von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielleicht ein Abo oder ein Like oder ein Kommentar. Ja, bis dann, tschüss!